Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diesen super leckeren, ganz schnell gemachten Zitronenkuchen und wenn ihr sehen wollt, wie ich den mache, dann bleibt dran. Für den kleinen leckeren Zitronenkuchen benötige ich 2 Eier, ein Päckchen Vanillezucker, 130 Gramm Zucker, 230 Gramm Mehl, ein halbes Päckchen Backpulver, 80 ml Öl, 80 ml Wasser, Schale von einer Zitrone und den Saft von einer Zitrone, das waren ca. 4 Esslöffel. Und jetzt können wir auch schon loslegen. Für diesen Kuchen verwende ich keinen Mixer, ich mache das einfach mit einem ganz normalen Schneebesen. Ich nehme als erstes die Eier und den Zucker und den Vanillezucker. Und verrühre alles gut. Dann kommt der Zitronensaft dazu. Das Öl. Und das Wasser. Die Zitronenschale. Und nun das Mehl. Und das Backpulver. Das wird nun alles leicht verrührt. Das war's auch schon. Der Kuchenteig ist fertig. Ich fülle den jetzt in meine Backform. Ich habe hier so eine etwas kleinere Silikonbackform. Die hat ungefähr einen Durchmesser von 21 cm. Da kommt jetzt der Teig rein. Das war's auch schon. Super einfach. Der Kuchen ist jetzt fertig für den Backofen. Den Backofen hatte ich vorgeheizt auf 170 Grad Ober-Unterhitze. Und da kommt jetzt der Kuchen rein. Und im Anschluss sage ich euch, wie lange der im Backofen war. Der Zitronenkuchen ist jetzt aus dem Backofen raus. Er war genau 35 Minuten drin und das hat auch gereicht. Den Kuchen habe ich dann ca. 15 Minuten in der Backform ruhen lassen, ein bisschen auskühlen lassen und jetzt werde ich ihn stürzen. In der Backform ist nichts mehr haften geblieben. Wirklich gut. Ich lasse den Kuchen jetzt auskühlen und nachher werde ich ihn dann noch mit Puderzucker bestreuen. Ihr könnt selbstverständlich auch Zuckerguss machen, aber wir mögen es lieber nur mit Puderzucker. Wenn der Kuchen ausgekühlt ist, werde ich ihn dann auch anschneiden, damit ihr sehen könnt, wie der aussieht.
Der leckere kleine Zitronenkuchen ist jetzt fertig und er ist super saftig und fluffig geworden. Probiert ihn unbedingt mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und diese kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.